13 fesche Kärntnerinnen haben sich der Wahl zur Miss Kärnten gestellt. Die 17 Jahre alte Jasmin Wedenig aus Völkermark durfte Krone und Titel mit nach Hause nehmen. Kärnten heute war dabei. Außerdem waren die Kollegen bei der Vorpräsentation des Österreichbildes zum Alpe Adria Radweg. Und Gundi Petschnig schwang dann auch noch mit äußerst agilen Senioren das Tanzbein. Tanzen macht Spaß und es hält jung. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum immer mehr Senioren das Tanzen für sich entdecken. Übrigens, einen Tanzpartner braucht man hier nicht. Jeder tanzt mit jedem. Ja, und wie man sieht, hat auch mich schon das Tanzfieber gepackt. Unter dem Motto Tanzen ab der Lebensmitte treffen sich in Kärnten einmal wöchentlich mehr als 3000 tanzbegeisterte Senioren. Sie werden von Tanzleitern professionell begleitet. Getanzt wird eine Vielfalt von Tänzen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, ob ich alleine tanze, als Line Dance oder Square oder paarweise oder im Kreis oder zu 8 oder zu 12 und so weiter. Studien belegen ja, dass regelmäßiges Tanzen dem Körper gut tut. Es ist, ich glaube, ab einem gewissen Alter auch für die Gesundheit sehr gut. Bewegung, Konzentration, Aufmerksamkeit. Das ist ein angenehmes Gehirntraining. Da brauchen wir sonst nichts mehr machen. Das ist besser als Kreuzworträtsel, wenn man die Bewegung auch dabei hat und die Musik hat. Also das Ganzkörpertraining sozusagen. Es stärkt die Haltung, es stärkt das Gedächtnis. Wir profitieren nur davon. Ich habe gedacht, jetzt bevor ich in Pension gehe, muss man was suchen. Und da habe ich jetzt Handarbeiten, Tanzen und bei der Tanzgruppe bin ich geblieben. Wie ich mit 80 das erfahren habe, dass es das gibt, habe ich gesagt, ja, mich nimmt ja niemand mehr an. Dann sagt die Kollegin, sagt sie, ja, selbstverständlich, komm nur mit. Und dann bin ich mitgegangen und jetzt bin ich dabei. Und das freut mich riesig, dass ich es noch machen kann. Wir haben gegenseitig das Glück, dass wir beide tanzen. Nicht? Nur ist das ja nicht so oft vorhanden. Wir bleiben gleich bei der körperlichen Ertüchtigung. Radfahren wird immer beliebter. Radfahren in Kärnten auf den Radwegen oder auf den Straßen ist einfach fantastisch. Die Radwege sind super beieinander und im Frühjahr, da geht es jetzt richtig los. Vom Radsport begeistert sind auch schon die ganz Jungen und deshalb widmet sich ein Österreichbild aus dem Landesstudio Kärnten dem Radfahren. Vorgestellt wurde der Alpe Adria Radweg zwischen Salzburg und Grado im Kongresscenter in Villach. Man fährt wirklich von den Alpen bis ans Meer. Das ist diese Verschiedenheit und dass es so viel links und rechts zum Sehen gibt. Und ganz besonders ist mir hängen geblieben der schöne Sonnenuntergang, dann die Schlusseinstellung in Grado, die uns wirklich der Wettergott geschenkt hat. Eigentlich ist dieser gesamte Radweg sehr beeindruckend, schon wegen der Natur und es ist so, man ist... Es ist mehr als nur diese Schönheit, es ist ein Erlebnis. Und vor allem, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dann hat man ganz eine andere Perspektive als wie mit dem Auto. Wir sind gern immer noch gerade unterwegs mit dem Vorradeln. Und jetzt haben wir gesagt, werden wir es einmal in die andere Richtung machen, Richtung Salzburg auf. Was ist denn so die Faszination, wenn man so eine lange Strecke fährt? Am Anfang dauert es ein bisschen, es ist richtig zart, die ersten Kilometer. Aber dann kommst du in den Flow hinein. Und vor allem, du triffst so viele Gleichgesinnte, die alle in dieser Welle, in dieser Emotion mitfahren. Du triffst sie immer wieder, manchmal ein bisschen langsamer, manchmal schneller. Aber dann bei der Labestation sind wir alle wieder zusammen. Zu sehen gibt es das Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten am kommenden Sonntag um 18.25 Uhr in ORF 2. Im Casinium Felden ritterten 13 junge Frauen um den Titel Miss Kärnten 2017. Ja, es ist schon ein Traum, Miss Kärnten zu werden. Es ist ein großes Sprungbrett. Naja, ich kann nur mein Bestes geben und das mache ich auch und ich gebe auch noch mehr. Ratschläge bekamen die Kandidatinnen von ihren großen Vorbildern. Auf jeden Fall eine Persönlichkeit auch mitbringen, also eine positive Ausstrahlung und ja, einfach mit einem Lächeln, glaube ich, durchs Leben gehen. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste an mir. Also ich rate Ihnen, dass Sie unbedingt so bleiben sollen, wie Sie sind. Bitte nicht verstellen für irgendjemanden, Natürlichkeit zählt. Die Dessous waren ja sehr ansprechend, sage ich mal. Die Mädels haben mich total inspiriert. Wir haben tolle Kandidatinnen gehabt. Und es war total lustig, die neue Kollektion zu entwerfen mit denen. Die Siegerin kommt aus Völkermarkt und ist 17 Jahre jung. Es kribbelt im ganzen Körper und ich freue mich einfach so, dass sie dabei sein dürfen. Es ist ein Wahnsinn. Unbeschreiblich. Die neue Miss Kärnten wird unser Bundesland am 6. Juli bei der Miss Austria-Wahl in Niederösterreich vertreten.